Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich heute mein Zimmer. Viele von euch haben es gewünscht und natürlich machen wir das auch heute. Viel Spaß beim Video. So, wenn man hier reinkommt, da sieht man erstmal hier den Lego-Tisch. Da sind ganz viele rosane Lego-Steine. Finde ich auch richtig cool, wenn man zum Beispiel irgendwo hinfährt. Kann man den ja schon ganz praktisch mitnehmen. Dann habe ich hier so eine Lego-Kiste. Hier so ein Ball. Und dann kann man den hier so aufmachen. Das kennen bestimmt einige von euch. Hier ist ein Freundebuch, eine Glaskugel und hier so ein Kalender. Hier unten habe ich meine Puzzle. Hier habe ich was zum Lernen und meine Krimskramskiste. Hier ist sowas am Einkaufsladen. Ich hole mal hier was raus. Ist auch richtig schön gemacht. Ja, ich bin hinter der Kamera. Da sind ja so verschiedene Sachen, genau. Ganz schön viel. Hier auch noch. Und da spielt Luisa meistens mit uns einkaufen. Dann gehen wir mal hoch. Und hier oben sind ganz viele Spiele. Dann haben wir hier ganz viele Bücher. Hier ganz viele Conny-Bücher. Weil ich mag richtig gerne Conny. Dann haben wir hier nochmal Bücher. Hier unten kommt man dann zu einem Schrank. Und da sind auch schon wieder Spiele. Dann haben wir hier sowas wie eine Ostsee. Kann man hier so spielen. Verschiedene Seiten. Und da sind auch ganz viele Spiele drin. Dann habe ich hier meinen Schreibtisch. Hier ist so eine Unterlage. Die ist auch richtig cool. Das ist die Zweierreihe. Bis 60. Und dann habe ich hier noch von Herzen hier so ein kleines Döschen. Und da sind ganz viele kleine dünne Blätter drin. Schreibe ich immer so Liebesbriefe an meine Familie, auch immer an meine Mutter und an meinen Vater, auch an meiner Schwester. Habe ich hier sowas, ich habe ja auch das Armband hier an, habe ich da so dran gemacht als Dekoration. Dann hier ist die Lampe, die kann man auch ganz gut verbiegen. Hier ist meine Magnetwand, habe ich ganz schön viele Magnete und Bilder. Hier ist mein Tangle-Teaser. Hier ist sowas auch mit Magneten. Hier ist eine so Ella-Tasche, da ist auch ganz viel Krimskrams drin. Hier ist dann sowas, da sind ganz viele Stifte drin. Eine Nagelfeile. Dann habe ich wieder hier so ein Kästchen. Da sind auch viele Kulis und Buntstifte. Hier habe ich dann so einen Kaktus. Den habt ihr bestimmt da in dem Schulvideo gesehen. So, kein Kaktus. Den seht ihr jetzt mal auf dem Schreibtisch. Dann habe ich hier so einen Lippenstift. Es ist aber ein Radiergummi. Der riecht auch richtig gut. Die JBL-Box. Dann habe ich hier einen Anti-Stress. Da steht auch Stresskiller. Dann habe ich hier noch so einen Anti-Stress-Ball. Hier so einen Tesafilm. Das ist auch richtig schön. Kaugummis wie ein Stresskiller. Hier sind so ganz viele Schleims drinnen. Dann habe ich hier so ein Mäppchen, das ist auch richtig cool. Ich mache das mal auf, hat Zähne. Habe ich sowas drinnen. Da sind so, also wenn ich mal Schule spiele und dann habe ich das dann so als Schulmäppchen für die Lehrerin. Und dann habe ich springen eine Pfütze. Hier ist mein kleines iPod. Hier mein Tablet. Dann habe ich hier ganz viele Bücher drin noch. Hier habe ich dann so ein Bild. Was von Lego. Hier so eine Dekoration. Zwei so Ella Sachen. Viele Beauty Palace Sachen. Hier Parfüm. Hier so eine Hand- und Nagelcreme. Lippenstift und hier so ein Handcreme. Also kann man so auf die Hand sprühen. Dann habe ich hier so ein kleines Döschen. Das ist auch richtig schön.
So hier innen ganz weich. Dann habe ich hier meine Tiger Box. Hier eine Handcreme. Hier so ein bisschen auch wieder Krimskrams. Hier von Barbie On The Go. Hier noch so Spiegel. Ganz verschiedene Sachen. Habe ich noch ein Labellino. Hier sind so eine wieder eine Nagelfeile und so ja, Parfüms und Lippenstifte und ein Glücksbringer. Hier habe ich dann so eine Kamera. Das ist so eine Kamera. Und dann kann man die hier ganz gut verbiegen, das Stativ. Damit filme ich immer zu Hause irgendwelche Sachen. Zum Beispiel so ein Quatsch dann. Das ist mein Schreibtischstuhl und hier habe ich so ein richtig weiches Fell und das ist so weich. Da sitze ich richtig gerne drauf, weil es so weich ist. Dann ist hier die Schublade. Und auch hier so Radiergummis. Dann habe ich noch hier so eine Schublade. Das ist so Kopfhörer, das ist die Kopfhörer da einzuwickeln. Taschenlampe, Taschenrechner, Radiogummis, ganz viele verschiedene Sachen. Hier so Schmalstifte, also Buntstifte. Hier unten habe ich dann noch so eine Schublade, da sind richtig viele Mäppchen drinnen. Dann habe ich hier noch so eine kleine Box, das so mit ganz vielen Stickers. Dann hier unten habe ich dann so Notizblöcke. Habe ich hier so eine coole Sonnencreme. Das ist aber keine Sonnencreme. Das ist wieder ein Mäppchen. Das sind auch verschiedene Stifte drin. Dann habe ich hier was von Smarties. Da sind Stifte drin. Und so Blätter und alles Mögliche. Dann habe ich hier noch ein Lineal. Es geht bis 30. Dann habe ich hier unten Aquabeats, hinten noch ein paar Bilou-Taschen, hier noch so ein Computer, hier so eine Wolle und hier so Vorlagen. Ich zeige euch mal eine, die ist auch richtig cool, die ist voll cool. Hier ist mein Krankenhaus. Dann hier ist so was von Überraschungseiern, hier was vom Schwarzwald, Puppen, in Bonn ist das, hier so eine Lampe und alles Mögliche, auch ein bisschen Krimskram. Dann habe ich hier ganz viel, hier sind so Leuchtsteine, so ein Kristall, aber es ist nur aus Plastik. Hier sowas noch von einer Lichterkette. Hier sowas noch. Kennt ihr bestimmt auch. Dann kann man hier so ganz viele Armbänder damit machen. Polly Pocket. Hier steht auch noch ein Polly Pocket. Hier ein Polly Pocket Auto. Shopkins. Und hier das. Dann habe ich hier noch was drin von Lego Simpsons. Da habe ich richtig viele Figuren. Hier so eine An, wie sowas. Und dann ist hier hinter noch von Lego Friends. Hier so sind ganz viele Figuren. Leute, jetzt kommt das richtig coole. Augen zu. Hier sind richtig viele Schleißsachen, die sind richtig schön. Hier sowas. Hör ich gerade mal ab. Hier sind auch richtig viele Schleißsachen. Hier so Meerjungfrau. Ich habe 1000 davon. Und dann habe ich hier so manchmal von Sets, habe ich dann hier so eine Pappe dann. Hier so im Hintergrund habe ich dann so behalten, weil ich das schön finde, für dann zu spielen. Falls ihr ein Video von meinen Schleichsachen sehen wollt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Und hier ist mein kuscheliges Bett. Da schlafe ich richtig gern drin. So richtig schön gemütlich. Dann habe ich hier unten so eine Schublade. Habe ich zu zweit. Hier Playmobil. So eine Playmobil-Schublade. Hier sowas. Das ist auch, da steht ja auch Playmobil drauf.
Und das kann man hier so aufmachen. Nein, doch. Und dann kann man da ganz, kann man die dann draufstellen. Die sind magnetisch. Ich habe eine Playmobil-Tour gemacht. Das verlinken wir euch hier oben. Da habe ich ganz ausführlich meine ganzen Playmobil-Sachen gezeigt. Schaut es unbedingt an. Dann gehen wir zum nächsten Schrank. Hier ist auch so ein bisschen Krimskrams. Hier ist so Lego, Nintendo, so zwei Stäbe. Hier sowas von LOL. Hier so ein Schwert, die Lotte. Das haben wir euch auch mal in einem Video gezeigt. Hier die JBL. Kopfhörer, wieder Kopfhörer. Haben wir auch mal von 10 Arten von Freundinnen. Da haben wir das gezeigt. Hier sowas ist auch cool. Hier drückt man drauf, leuchtet es. Hier ist grün. Das steht auch hier Stopp drauf. Hier ist sowas auch von Lego. Papa und ich kämpfen immer mit denen. Das ist richtig lustig. Das mag ich richtig gern. Das ist hier so ein Lego-Roboter. Hier so Autos mit hier so Schildern. Und hier so eine Ampel. Die kann man hier oben anmachen. Und dann für Autos und für die Leute. Hier ist so ein schönes Auto. Ganz schön viele Autos. Hier sind CDs. Auch wieder Kopfhörer. Hier sind so Handpuppen. Damit spiele ich auch gern. Das ist hier so eine Tastatur. Das spiele ich immer ganz gerne. Und dann habe ich hier noch die Maus. Dann habe ich hier so einen MP3-Player. Da habe ich auch Kopfhörer drinnen. Hier noch MP3-Player. Dann habe ich noch ein Bild. Das halte ich auch in meinem alten Zimmer. Das finde ich richtig, richtig schön. Hier das Laufbild. Mach ich mal an. Richtig Schmetterlinge, finde ich richtig schön. Dann habe ich meinen Reisezielkorb. Passend dazu ein Portemonnaie und eine Tasche. Und hier, das leuchtet hier so im Dunkeln, das ist auch wichtig. Und dann habe ich hier nochmal ein Portemonnaie von Emojis. Dann habe ich hier noch einen CD-Player, hier so eine Lampe, habe ich hier was Singles, das ist eine Box, habe ich Luisa Laura geschrieben. Hier sind meine ganzen Playmobil-Kisten. Falls ihr das sehen wollt, ausführlich, dann klickt doch einfach bei Playmobil-Roomtour. Das habe ich noch vergessen zu sagen, und zwar sind das Lego-Figuren, die habe ich alle auseinandergebaut und die baue ich mir dann immer auf. Das ist richtig lustig. Manchmal lacht der Papa, wenn ich so lustige Figuren mache. Das ist wirklich richtig witzig. Hier ist mein Kleiderschrank, da haben wir einen Spiegel drin gemacht. Den machen wir immer auf. Hier sind so ganz viele Jacken, so Zweitjacken, auch ganz viele Kleider. Wolke. Hier sind meine dicken Pullis. Hier sind so Zuhause-Pullis. Hier auch Zuhause-T-Shirts. Hier sind meine kurzen Hosen. Hier sind meine dünnen Pullis. Und Rubbel-T-Shirts habe ich. Und Rubbel-Pullovers habe ich auch. Im Winter tun wir dann alle so mal Sachen so in eine Kiste. Und dann, wenn es Sommer ist, dann tun wir die Sommersachen raus und die Wintersachen dann in die Kiste rein. Dann haben wir die Jogginghosen, Sporthosen, Dreiviertelhosen, Leggings und Schlafsachen. Dann mal einen Stock ins runter. Und zwar, ups, der Teppich. Hier haben wir dann die ganzen Hosen. Dann machen wir mal das hier auf. Das da oben ist eine Barbie-Schminkpuppe. Hier ein Schrank von Barbie. Und zwei Lego-Kisten. Hier ist so ein Buch. Hier ist so was, das ist so eine Mappe. Da habe ich ganz viele Ausmalbilder drin. Hier sind so ganz viele Kronen.
Ich mach aus. Hier. Hier sind dann so Barbie-Kleidung ist da drin. Hier sind Arztsachen drin und hier sind ganz viele Perücken drin. Dann machen wir mal den Schrank auf. Hier sind Lego Friends Sachen. Da habe ich ein bisschen aussortiert, weil ich nicht mehr damit so viel spiele. Dann habe ich hier auch noch vier Spiele. Hier noch so eine Puppe. Hier so wieder eine Lego-Kiste. Hier habe ich dann meine Unterwäsche. Aber dann schnell zu. Hier habe ich dann so ganz viel von Barbie. Auch hier von denen. Und Shanti-Malz heißen die. Dann habe ich hier noch so Friseursachen. Hier so Haarspangen, ganz viele. Barbie-Kleinteilsachen. Hier so Stühle, Pferde und alles Mögliche. Hier habe ich mega viele Barbies. Das sind voll viele. Und hier habe ich noch eine Superheldin. Hier ist mein Playmobil-Riesenrad. Damit spiele ich auch sehr gerne. Ich habe noch was vergessen, aber das habt ihr bestimmt schon in einem Weihnachtsvideo gesehen. Hier das Mikrofon. Das ist richtig schön. Oh yeah! So, das war's mit meiner Roomtour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Wie immer wollen wir zwei Leute grüßen. Einmal die Celina Walter und Jojo Zinnwiese. Hallo ihr Lieben. So, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.